Hallihallo. Guten Tag. Willkommen an alle, die es schon hergeschafft haben. Winke, winke, O7. So rum. Und GG. Vertiept. A little bit vertippt. Dauert einen kleinen Moment, ich muss halt alles neu runterladen. Ich habe vorhin den Resource online gelöscht. Aber in der Zeit kann ich ja noch eine Runde Slots zocken. Eine Marderzucht starten. Nicht wahr? Cloud Lift, was auch immer das ist. Ghetto Stop.
Also ich glaube, das ist denn noch ein Bug, wenn hier Guitar Man MP3, wenn man die Gitarre rausholt, sollte dann wohl Sound kommen. Schätze ich mal. Komisch. Naja, schauen wir mal. Also, der Plan sieht aus, erstmal eine Runde Fischen fahren. Hallo Natschi. Gerade noch rechtzeitig reingeprescht in die Marderzucht. Ja, also der Plan sieht aus, erstmal eine Runde Fischen fahren, weil ich habe echt kaum noch Kohle auf dem Konto. Ich habe gestern zwei Fahrzeuge gekauft. Und ab wie 37 Dollar auf dem Konto oder sowas. Wenigstens ein bisschen wegen Essen und so. Ansonsten, ja. Mal gucken, was heute so geht, ne? Charlie muss ja erstmal seinen Platz finden auf der Insel. Und solange noch nichts mit Reparaturwerkstätten und sowas gibt, ja, bin ich erstmal Fischer. / Taxifahrer. Es lebt, Charlie. Wieder heil rauskommen. Da hat der Charlie in seinem Wohnmobil gepennt. Ein eigenes Dach über den Kopf. Aber mit dem fahren wir jetzt nicht rum. Den habe ich mir nämlich gestern auch noch gekauft. Ideal Standard, sage ich euch. Erstens ist ein Viersitzer, zweitens ist ein Kombi, weil ich will ja auch so ein bisschen Pannenhilfe machen. Das lässt sich dann besser erklären und so. Im Roleplay hier, ich habe ja extra einen Kombi, der auch Werkzeugkisten mitnehmen kann und so was alles. Oder Schläuche oder irgend sowas, ne? Könnt ihr mal beim Stadtpark vorbeifahren. Bisschen leiser machen. Ein paar Leute stehen da schon mal rum. Erstmal rumtelefonieren. Hallo. Moin. Na, alles klar. Bist du gerade beim Fischen? Ja, natürlich. Natürlich. Wie lange brauchst du noch ungefähr? Oh, ich würde sagen, wenn du Bock hast, dann könntest du auch rumkommen. Aber ich bin bei den Seeteufeln. Du bist bei den Seeteufeln. Ja, ich wollte das auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt zweimal die Taschen voll gemacht und eingelagert. Bin jetzt beim dritten Mal, also es dauert noch ein bisschen. Ah, okay. Wenn du rumkommen würdest, dann würde ich natürlich dir auch helfen, solange bis du halt auch fertig bist, dass wir zusammenfahren. Okay, also, das ist ja okay. Kacke.
Ja, zuerst würde ich dann natürlich rüberkommen und dein Boot mit voll machen, ne? Ja, genau. Ja, wenn du Bock hast, kannst du vorbeikommen. Sonst noch irgendjemand im Lande irgendwie? Ich habe noch gar nicht angerufen. Ich bin Einfach losgefahren. ja einfach losgefahren, genau. Okay. Alles klar. Gut, Also kommst du vorbei? ich check noch mal kurz meine Ladung hier, was ich an Essen und Trinken habe. Ich glaube, ein bisschen mehr sollte ich auch mitnehmen, ne? Weil wir sind ja weiter weg. Ja. Wegwerfen kann man ja immer, ne? Also, das ist jetzt nicht so eine Hausnummer, wenn man ein Wasser zu viel mitnimmt. Ja, wäre cool, wenn du mir vielleicht einem so eine Wasserflasche noch mitbringen Ja, könntest oder ich so. bringe ein paar mehr mit, ne? Und notfalls kann man die Ja. ja dann noch wegwerfen. Richtig. Alles Gut. klar, okay, super. Ja, ich denke mal, ich brauche da bestimmt eine Viertelstunde, bis ich dann bei dir bin. Ja, kein Problem, alles klar, dann sehen wir uns. Bis dann, tschüss. Ja, ciao. Dem Auto nicht zu schnell zu fahren, das ist echt schwer. 85 dürfen wir ja. Bin schon immer mal bei 90. Aber solange kein Kopper hinter mir fährt, ist ja alles gut. Fast auf der Uhr. Lieber ein bisschen langsamer fahren. Man weiß ja nie, was hier alles passiert. Erstmal eine Fishing-Tour. Was haben wir denn in der Tasche? Zwei Wasser, zwei Orangen. So weit reicht das nicht. Was haben wir noch im Kofferraum? Wasser sollten für uns beide reichen. Heyo. Heyo, was machen Sie? Ich bin gerade auf dem Weg zum Fischen. Wie jedes Mal, wenn ich gerade die Augen aufgemacht habe, so nach dem Ja, sorry, kann ich Hotelzimmer. ja nicht riechen. Nee, 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 Wo nee. bist du denn gerade? Ich kann dich fahren. Wo bist du gerade? Ich bin schon eigentlich unten am Pier. Wollte jetzt gerade loskuttern. Alleine? Nee, Kollege ist schon bei diesen, wie heißen die noch gleich? Teufels oder was weiß ich denn hier? Irgendwie diese Fischart, wo man so Ach weit so. fahren muss. Ah, okay. Oh,
Tut mir leid. Ich meine, ich würde dir anbieten, mitzukommen, dann stehst du auch bloß rum und können wir reden. Da kannst du auch nichts machen irgendwie. Ja, ist besser als die ganze Zeit irgendwie. Na, am Stadtpark stehen ein paar Leute rum, ich meine. Ja, wenn man sich dazustellt und Hallo sagt. Ja, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, also musst du wissen letzten Endes. Weil könnte langweilig werden für dich und das wird bestimmt über eine Stunde auch dauern locker. Ruf mich an, wenn du wieder Zeit hast. Okay. Gut, bis dann. Ja, und das muss reichen. Das muss reichen. Wenn nicht, dann müssen wir früher loskuttern, wenn alles ist. Und Chat, was geht ab? Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so, was jetzt nicht gerade zu viel persönliche Informationen sind, immer raus damit. Oder einfach nur so Hallo schreiben könnt ihr auch machen. Weil jetzt hier draußen so beim Fischen, da hat man halt auch nicht so mega viel RP. Damit, da habe ich dann locker auch Zeit mit euch zu reden. So technische Fragen rund um den PC oder sowas, ne? Helfe ich immer gern, wenn ich kann, irgendwie. Ich bin jetzt nicht der Oberguru, aber so ein bisschen Ahnung habe ich doch schon. Ich würde nie behaupten, dass ich da total der Experte bin, ne? Aber ist halt ein Hobby von mir und deswegen versteht man schon ein bisschen mehr von der Materie, als wenn man gar kein Hobby in der Richtung hat. Hallo, einsteigen. Komm, komm, komm. Go, 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 zoom, zoom. Kann ich noch ein bisschen lauter machen? Die Teufel heißen die Dinger, glaube ich. Ja, Pläne. Der Plan ist einfach, dass ich mich versuche, irgendwo reinzuarbeiten, wo irgendwas mit Mechaniker ist. Weil Charlie kommt ja ursprünglich so aus der Mechaniker-Richtung, so Kfz-Mechaniker, Autotunen und sowas alles. Jetzt da nicht so den Fokus auf das Optische gelegt mit den Spoilern und so fort, sondern eher so halt reparieren von Autos, bergen von Autos nach Unfälle und so und halt vielleicht Leistungstuning und sowas, ne? Da kenne ich mich halt aus, also ich weiß jetzt nicht, welches Auto man wie mit Spoiler versehen kann und sowas, da wäre ich vielleicht nicht der Richtige. Aber so, wenn irgendwie Notdienst sozusagen, so wie früher auf anderen Servern ACLS gibt. Sowas würde ich dann am liebsten machen oder würde ja Charlie am liebsten machen, weil er da halt Erfahrung hat und so. Ich habe ja schon mal provisorisch den ACLS geleitet beim Project 5 für ein paar Monate. Sowas in der Richtung, aber man hält sich immer mehrere. Vielleicht ein bisschen laut, ich höre ja auch die Musik.
Man hält sich ja immer mehrere Optionen offen irgendwie, ne? Und für die zweite Option, da ich vielleicht sogar Taxi fahren werde, habe ich mir schon ein viersitziges Auto gekauft, was dann halt auch irgendwie ein Kombi ist, damit das erklärbar ist, dass ich dann auch ein paar Reparaturkisten bei habe und so hierfür. Ja, so ähnlich ACLS halt, ne? Weil sowas in der Form auf dem Server hier nicht gibt, keine Fraktion ACLS, und wenn, dann wollen sie das über private Firmen machen. Wobei ich zweifle, ich hoffe, dass es in so eine Richtung irgendwann geht, weil ich zweifle daran, dass private Firmen das gebacken kriegen, dass du halbwegs, ich sag mal so, 70% oder 60% der Zeit des Servers oder 60% von 24 Stunden irgendwo abdecken kannst. Also dass so ein bisschen mehr als 12 Stunden oder so mit Reparaturdiensten und Bergungen und sowas abdecken kannst. Aber ich denke mal, gerade ab 20 Uhr ist immer so eine Primetime, da sind die meisten Leute auf dem Server oder wird es langsam mehr und so. Und gerade da ist es wichtig, dass dann zum Beispiel Leute, weiß ich, wenn zwei einen Unfall haben und ein Auto liegt auf dem Dach und so, dann ist das doch viel besser für einen Roleplay-Server, wenn jemand mit einem LKW langkommt und das abholt, das Auto, anstatt wenn ein Polizist ankommt und das jetzt beschlagnahmt. Wupp, weg ist es und so. Also nach meiner Meinung. Aber ich verstehe auch, wenn die jetzt momentan andere Dinge vorhaben und das noch ein bisschen dauert. Also ich will da jetzt keinen Unmut sehen oder so. Die haben ja auch gesagt, ja, also sonst bin ich doch zufrieden mit dem Server. Weil für die meisten Sachen, was hier passiert mit den Timeouts und sowas, da können die gar nichts für, weil der Server wird auch öfter angegriffen. Ne? Irgendwelche Leute gönnen denen den Erfolg vielleicht nicht oder so. Na warte, du hast bestimmt noch nicht 42 Marder. Warte mal, Hilf. Rex. Dandy 42. So. Probier jetzt mal nochmal Zucht 42 einzugeben. Weil jetzt hast du so viel Marder. Mit Ausrufezeichen Marder kannst du checken, wie viele du hast. Genau, jetzt bist du dabei. Kein Problem. Also ich denke mal, die nächsten Tage bis Wochen vielleicht sogar. Ja, siehst du, du hattest noch keine und ich habe dir gerade 42 gegeben, die hast eingesetzt. Aber kein Problem. Mit ein bisschen Glück werden das ja ein paar mehr. Also Charlie wird wahrscheinlich ein bis zwei Wochen lang halt nicht Mechaniker sein. Und bis dahin, denke ich mal, haben sie dann auch erkannt, dass das nicht eine Firma mit 5 Leute botten kann, hier Bergungen und Reparaturen zu machen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das auf Dauer so wollen, dass man hier Reparaturkisten kauft und der Anwalt und die Krankenhausleitung und weiß ich was, ein Arzt mit einem Reparaturkit sein Auto selber repariert. Also ich glaube nicht, das kann nicht gewollt sein. Sonst würde es ja auch ein Sunny-Packen geben, was dich komplett wieder heilt und dann bräuchte es ja keine Medics. Ne? Also ich denke mal, in so eine Richtung irgendwo wird das schon gehen, wenn sie erkennen, dass die privaten Firmen das nicht können. Jo. Ja, ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass ich jetzt endlich ein neues Taxi-Auto habe. Ich auch, seit gestern. Was hast du für einen? Ich habe mir so ein Stratum gekauft. Mit 10.000. Okay, ja, ich habe mir heute einen für 12 gekauft. Ja, aber der ist so ein Kombi und ich dachte, mit einem großen Kofferraum kann man besser erklären, dass man halt hier ein paar, oder ist mehr Platz für die Werkzeugkisten und so was alles, ne? Also wenn ich dann so Taxi-Pannenhilfe mache, ne? Ja, also ich das ist ja so ein bisschen mein Traum und notfalls mache ich das dann erstmal privat und nebenbei, also einmal am Tag fahre ich dann raus fischen, um ein bisschen Geld zu verdienen und der Rest kann man denn so mit Taxi machen, da kommt ja auch ein kleines bisschen Geld drin. Ja klar, ja. Ich gebe deine Nummer mittlerweile auch an Leute weiter und so. Und ich habe so überlegt, vielleicht sollte man so machen, dass der Taxi vielleicht irgendwie, außer derjenige behauptet wirklich glaubhaft, er ist neu in der Stadt, würde ich sagen, Pauschale $50 und alles obendrauf müssen die selber entscheiden. Ich habe halt so gedacht, Taxi für neue Dinge, die explizit am Flughafen sind. Ich bin heute schon dreimal die Flughafenroute gefahren. Echt? Und hast welche getroffen? Ja.
Nee, leider nicht. Ne? Oh. Für die direkt aus dem Flughafen Ja, da kann man das mal kostenlos anbieten. Das genau, ist ja kein das habe ich Problem. gedacht. Aber Das so habe ich dachte auch ich, gedacht. für normale etablierte Leute halten $50 irgendwie so eine Art Ja, Flatrate, klar. auch wenn man nach Palito Bay fährt. So teuer ist der Sprit jetzt auch nicht. Und ich denke mal, die meisten Kunden, die haben dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn du denn bloß $50 sagst. Oh, wir sind doch in Palito Bay. Und dann, ja, das ist ihnen überlassen, wie viel sie noch geben und so. Das sind wirklich bloß die Unkosten wegen Sprit und so. Kann man ja Ja, alles so klar, sagen. aber wenn jemand da sagt, ich stehe in Palito Bay und möchte das da, dann muss man halt schon Anfahrtskosten. Ja, Ja. dann müsste man vielleicht 100 sagen, zweimal diese 50 oder so, aber das würde dann auch schon reichen, glaube ich. Ja, Weißt du, Anfahrtskosten habe dass ich man so den überlegt. Leuten über den Preis ein schlechtes Gewissen macht, das macht ja der Olaf auch. Wenn er dann sagt, hier, ich krieg $20 von dir, da habe ich ein schlechtes Gewissen, ihm $20 zu geben, oh mein Gott, Ja, Alter. klar. Ne? So Klar. musst du das vielleicht auch machen, das ist eine psychologische Lösung und dadurch kommt man wahrscheinlich auch ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten, dann finden sie das eine coole Aktion und so. Ja, klar. Klar, wir können uns Weil ja nachher ich nochmal, denke wenn mal, wir du. fahren ja kein Taxi, weil wir reich werden wollen. Weil wenn du reich werden willst, dann würdest du weiter Öl fahren oder fischen, ne? Also. Sicherlich, sicherlich. Ja, ich überlege halt gerade, den Justizler anzurufen, wie das ist, ob man jetzt Taxi freiberuflich fahren, also fahren kann, ja. Und Du könntest dir einfach mal die Gesetzesbücher durchblättern und wenn da explizit nichts Verbotenes ist, lest dir mal in Paragraphen 1 der Strafordnung oder sowas durch. Da steht kein Verbot ohne Gesetz oder ja keine Strafe ohne Gesetz. Also wenn es kein Gesetz dagegen gibt, dann können sie dich dafür nicht bestrafen. Verstehst? Ja, Das aber macht das meine ist die Sache. Hobby-Anwalt-Skills, sagen das sozusagen. Oh. Ich habe da eine komische SMS gekriegt. Ich habe da auch, und mein Handy hat gerade auch vibriert. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich jetzt noch eine Weile unterwegs, denke ich mal, und tut mir leid, aber heute Abend, Ja, ich kein melde mich auf Problem. jeden Fall nochmal, ne, und dann können wir, Dann können wir zeige ich dir das ein Auto bisschen quatschen. nochmal und sobald eine Lackierwerkstatt irgendwie gespottet wird, dann lackiere ich das auch um. Was denkst du? Ich denke mal, ich werde meins dann auch gelb lackieren. Naja, so gelb oder orange, irgendwie so. Wie halt so ein Taxi ist, ne? Ja, ne. Aber es ist halt die Frage, muss man jetzt ein Gewerbe, damit man später das Taxi weiterführen kann, anmelden oder Und nicht? naja, kommt drauf an, wenn es denn per Gesetz verboten wird, ne? Also das Gesetz eine neuere Version kriegt sozusagen und das abgesegnet wird, ab dann ist es ja auch erst illegal, das zu tun. Und wenn man dann Ja, seinen gut, Kunden klar. sagt, okay, wenn die Koppers jetzt kommen, dann sagst du einfach, du bist ein Kumpel und hast mir kein Geld gegeben, ja, dann war es ja keine entgeltliche Beförderung. Ja, Verstehst klar. du? Also Möglichkeiten gibt es da immer wie Sand am Meer. Da müsste natürlich ein Kunde dich nicht mögen, dass er dann sagt, hier, ich scheiß den an und ich musste bezahlen und ich bezeug das und so, ne? Ja, also ich bin heute so die Taktik gefahren, keine Ahnung, ich fahre da ein bisschen dreimal Flughafenroute, frag nach, wie so ist und so, ne? Und so, und hast du nicht gesehen, und Falleri und Fallera und Halala. Ja, bis jetzt keiner begegnet. Ich bin dann tatsächlich auch die weiter entfernten Arbeitsziele angegangen, wie zum Beispiel Bauernhof und so. Hab dort einen gesehen, hab deine Nummer gleich mitgegeben und meine mitgegeben. Falls ihr Jo, irgendwelchen super. Taxi braucht, kann er Dankeschön. durchrufen. Wir sind auf Abruf bereit. Ja, bei dir wird es gerade aktuell ein bisschen schwer. Ja, aber dann kann ich ja noch an dich verweisen. Richtig, ne? Zur Ich Not, gebe deine also wenn ich Nummer. dann, genau, wenn ich dann irgendwie belegt bin, dann kann ich notfalls noch deine Nummer rausgeben, weißt du, also das ist dann Ja, auch kein klar. Problem. Ja, Oder also wenn du denn gegenseitige nicht erreicht bist, Nummerweitergabe. wenn du nicht erreichbar bist, dann kann ich ihm notfalls auch noch Olaf seine Nummer rausgeben, weil, mein Gott, letzten Endes hilft man sich da, ne? Ja, klar. Ne? Ja, lass uns das noch mal ein bisschen bequatschen. Falls du jetzt irgendwie jemanden siehst, gibt es deine Nummer und gibt es meine Nummer. Ich bin eigentlich den ganzen Tag auf Abruf bereit. Okay, ja, bei dir ist das halt nur ein bisschen unkritischer, wenn du da mit deinem Öl fährst, ne? Ja, klar. Nee, Selbst wenn du mitten in auch. Natur bist, ist das nicht ganz so kritisch, weil du ja irgendwo auf der Insel bist. Ich bin ja meistens draußen auf dem Meer. Klar, und da könnte ich halt auch mit meinem Auto eben die Person abholen, mit dem Ölauto. Ja. Außer das sind mehrere, ne? Das ist ja immer das Ding. Richtig, Beim dann wird's Taxi schwer, muss dann wird's man schwer. mit immer drei rechnen, ne? Also im dümmsten Fall hast du immer drei abzuholen. Oder noch mehr, Ja, du musst sicher. zweimal fahren. Das kriegt man schon hin. Na gut. Ja, ich hoffe, das wird auf Entgelt, also Beförderung auf Entgelt wird nicht verboten.
Naja, dann auf man Dauer, ja auf Dauer, auf Dauer wird das irgendwann verboten. Das ist logisch, dass das irgendwann kommt, ne? Weil irgendwann ja. hast du 20.000 Taxifahrer auf der Insel, die das nebenberuflich machen und irgendwann sagt ja, der Gesetzgeber, klar. ey, jetzt müssen wir was verbieten, ne? Das nur noch ja, Lizenzierte und so. Aber bis dahin sind wir, wie gesagt, keine Strafe ohne Gesetz, steht als allererster Paragraph, ne? Und wenn das nicht verboten ist, dann kannst du das machen. Weil ist ja nicht verboten. Ja. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, dass du denn vielleicht sogar mit einem Minivan oder sowas hier Taxidienste machst oder so, aber ist doch nicht verboten, steht nicht im Gesetz, dass das verboten ist. Ich wollte dir nur sagen, auch noch mitteilen, das macht man also unter Taxifahrerkollegen, die kontrollieren hier echt sehr, sehr stark, habe ich das Gefühl. Ja, Stoppschilder, achte auf Stoppschilder, das kann teuer werden, habe ich gehört. Ich wurde heute innerhalb einer Stunde 10-mal kontrolliert. 10-mal? Holy shit. Also bei mir war es ja gestern, wo ich zum Fußballplatz da hochkommen wollte. Ne? Da einmal unten direkt beim Fischverkäufer wurde ich kontrolliert und einmal direkt wo ich rausfahren wollte von der Halbinsel da. Haben sie mich nochmal gekascht. Ja, also das ist echt krass. Ne? Und Jonah wurde gestern, glaube ich, 4-mal kontrolliert und beim 4. Mal hat er dann gesagt, das ist schon das 4. Mal und so. Und dann haben sie gesagt, Moment, wir funken mal die Leitstelle an. Ja, Entschuldigung, wir wollen Sie nicht belästigen, fahren Sie mal weiter und so. Ja, das ist extrem. Also dann haben sie nachvollzogen, auch wirklich, dass er schon öfter kontrolliert wurde. Und dann ja, heute ist ja auch Helikopter lang geflogen und hast du nicht gesehen. Heute ist schon wieder lang in Not, das Gefühl. Gut, ich muss noch mal kurz telefonieren gleich und dann, ich melde mich später noch mal, wenn ich zurück bin, dann von wegen unserer großen Touren hier, ne? Alles klar. Bis denn dann. Ja, okay. Hast du auch die SMS bekommen? Ja, ich stehe gerade neben dir, hatte gerade noch mit hier Öltom telefoniert und... Ja, ich würde vorschlagen, wir fahren zurück. Ja, und wollen wir denn vielleicht danach? Nochmal los, klar. Nochmal los? Ja? Na klar. Ja, gut, weil sonst, ich habe irgendwie auch gar keinen Bock. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, hier meine 5 Kisten da zu verkaufen. Und dann, ich weiß nicht, ich würde das dann schon gerne voll machen, dass ich wirklich meine 100 Stück habe. Ich meine, ja, wenn das jetzt nicht so knapp irgendwie, dann würde ich sagen, ich komme noch rüber und helfe ein bisschen. Aber ansonsten würde ich sagen, fahren wir zurück, weil ich habe das letztens auch mal probiert. Also der Garagenboy, der klaut dir auch die Fische nicht raus, ne? Also du kannst den auch mit Fische reinschmeißen da. Ja, nur doof, dann kommen wir nicht weg. Wie, dann kommen wir nicht weg? Also wenn wir jetzt hier stehen bleiben zum Beispiel und die Stadtsäuberung nimmt aber das Boot mit. Naja, da meine ich ja, deswegen müssen wir zurück. Am besten zur Garage und das war danach dann vielleicht... Ja. Nach dem Ding verkaufen wir die paar Fische schnell und dann fahren wir mit 2 Kuttern nochmal so los. Was meinst du, wie lange dauert das zurückfahren? 15 Minuten vielleicht. Ah, scheiße. Also ich würde mit 15 Minuten rechnen. Ja, ist besser. Ja, also, dann lass erstmal zurück. Ich habe gehört 12, hatte Ina gemeint und ich habe aber so ungefähr 15 lieber veranschlagt, weil du weißt ja, siehst ja jetzt der ewige Wenderadius hier. Ja. Okay, dann fahren wir es zurück und dann danach wieder los. Genau, und ich würde vorschlagen, danach verkaufst du vielleicht erst deine Fische, weil ich denke mal, wir werden ziemlich zeitnah ankommen. Dann lieber einparken. Genau. Was würdest du sagen, wollen wir... Ach, ja, lass uns jetzt zurückfahren, wir machen das dann gleich. Wir können schon beraten über einen Schlachtplan, natürlich. Ach so, ja, okay, weil sonst hätte ich gesagt, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt... Du hast ja, hast du schon irgendwas zusammengeangelt? Nee, ich habe hier bloß gestanden und telefoniert. Ach so, ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, dann lass uns doch zurückfahren. Ich werde dann, wenn wir nach der Stadtreinigung wieder da sind, würde ich sonst erstmal die Fische, die ich jetzt habe, schon verkaufen, damit wir mit 2 leeren Booten wieder losfahren. Genau, das können wir so machen. Okay, dann machen wir das so. Super. Können auch mit einem leeren Boot losfahren. Würde schneller voll sein. Ist zwar nicht so viel Geld, aber hat ja jeder noch das, was er auf der Hand können hat. Können wir auch. Ne? Aber ja. Weiß nicht. Ja, ich habe schon mit Brad gesprochen. Das kann vielleicht auch sein, dass hier Bo noch kommen und Brad vielleicht auch noch. Und dann halt, dass wir so machen, ein Schiff fährt, 3 packen immer oder 4 packen immer das andere dann voll. Und dass immer so 2 Schiffe in Bewegung sind, hin und zurück, weißt du? Ja, ich glaube, das reicht, wenn ein Schiff in Bewegung ist. Ja,
Dass einer dann immer losfährt mit zwei Leute vielleicht sogar, also dass einer mit noch jemandem losfährt, dass der nicht komplett alleine ist, vielleicht sogar jemand, der eine Knarre bei hat, weißt du? Das geht ja, ja ein bisschen um Geld und dann fahren die wen vielleicht noch zum ATM, schreibt man sich uns Zettel auf, was das halt gab und euch vertraue ich ja auch, euch kenne ich ja schon am längsten hier, ne? Also mit euch könnte man sowas dann echt machen und dann zahlt er das bei sich ein und dann machen wir irgendwann später mal die Abrechnung. Ja. Weißt, ja, okay, das ist ja nicht das Problem, aber dann denn zwei Mann wenigstens, dat, weil das bringt schon ordentlich Geld, wenn der Kutter hier mit den Seeteufeln voll ist. Ich glaube 2,9 oder irgendwie so, wenn man alleine fährt, ne, was man da auf der Hand hat. Und wenn die zu zweit noch, also jeder seine Taschen vollpackt, ne, dann ist da schon ordentlich was reingekommen. Und wenn die dann zurückfahren, dann haben wir den Kutter vielleicht schon wieder fast voll, dann angeln die noch ein bisschen mit und dann können die nächsten zwei vielleicht sogar losfahren, falls da zu langweilig ist, denn da immer nur Fischen stehen, dann tauscht man das so ein bisschen. Ja, genau, ja. Das denn, ja. Und dann müssten wir vielleicht bloß, damit wir dann die Leute da hinkriegen, mehrere Kutter haben, aber ansonsten würden prinzipiell zwei Kutter reichen, weil du stehst auf einem Kutter und fischt und der andere ist gerade unterwegs, ne? Ja, stimmt, hast recht. Aber wenn man dann die ganzen Leute nicht mitgenommen kriegt, dann bräuchte man vielleicht nur einen dritten Kutter. Ja, cool, da müssen wir gleich mal absprechen. Ja, irgendwie so. Okay, gut. Aber das könnte dann eine Optimierung sein. Wenn wir die noch erreicht kriegen, wäre das cool. Ja, Mann. Okay, dann fahren wir jetzt zurück und dann treffen wir uns dort. Gut. Bis denn dann. Gut. Jo. Spielst du in der nächsten Zeit häufiger True Life? Ja. Kann ich so bestätigen. Positiv. Wenn ich mal auf einem anderen Projekt unterwegs bin, dann ist das bloß zu Besuch. Also ich nehme mir dann vielleicht mal einen Tag und sage, ich besuche meine alten Freunde. Holy shit, dankeschön. Rex Danny für dein Sub mit Prime, Twitch Prime. Werbefreies Fernsehen. Dankeschön. Also wenn ich auf anderen Projekten unterwegs bin, dann mache ich da bloß mal so einen Besuch oder so, weil ja, weil ich da whitelisted bin und vielleicht auch mal was anderes machen will, aber meistens werde ich wirklich jetzt auf True Life spielen. Charlie ist jetzt hier eingewandert und fühlt sich hier auch relativ wohl. Und ich bin zwar noch auf Project 5, Ryzen Roleplay, Cherry RP whitelisted, allerdings, wie gesagt, momentan zocke ich hier. Ja. Ich will nichts gegen die anderen Server sagen, die haben wirklich ihre Berechtigung und jeder hat auch ein bisschen andere Vorstellungen, was er vom Server erwartet. Und letzten Endes können ja nicht alle auf einem Server spielen, ne? Also das geht ja dann auch nicht von der Beschränkung her. Also ich fühle mich momentan hier wohl und ich sehe auch immer die Leute dahinter sich, sich wirklich einen Plan machen, wirklich auf, wie soll man das ausdrücken? Also im Englischen heißt das hier Immersion und so, ne? Also dass man wirklich fühlt, dass man im Roleplay ist oder so. Da gehören halt Sachen zu, dass du siehst, wenn du was isst und so, oder irgendwo dich hinsetzen kannst, einfach auf eine Bank oder sowas. Also das fühlt sich denn schon viel echter an, wenn du da irgendwo durch die Stadt gehst und siehst da zwei Leute auf einer Bank sitzen und die unterhalten sich. Das ist so eine Kleinigkeit halt irgendwie. Auch die Animationen sind recht gut überlegt, sage ich mal. Also was sie sich da rausgeguckt haben, was man an Animationen triggern kann. Du hast ein paar Shortcuts, also Hände vors Gesicht, dass man sich schämt und sowas, oder hier das Pfeifen und Winken, oder keine Ahnung, Hände hoch und so ist ja das Classic Shortcut, aber ja, finde ich, also ist alles schön rund. Klar gibt es noch kleinere Ecken, wo man ein bisschen feilen möchte. Mir zum Beispiel wären selbst belegbare Shortcuts total lieb, aber ja, mein Gott. Also dass man sich jetzt hier, wenn ich hier auf dem Nummernpad zum Beispiel
die neuen drücke, dann nimmt der Charakter die Hände so vors Gesicht, als ob er sich schämt und so, ne? Und wenn ich diese Taste umbelegen könnte auf eine andere Bewegungsanimation, das wäre schon echt cool. Das sind so Kleinigkeiten, die würden mir fehlen, aber ansonsten... Jo, Brad. Jo, Charlie, alles klar? Jo, ich bin gerade auf dem Wasser. Bist du auf dem Wasser? Hast schon mitbekommen, dass Brad Sonnenwind ist, ne? Ja. Jonah haben uns das überlegt, ob wir später vielleicht mal mit so zwei Booten oder mehreren Booten einfach mal zum Seeteufel fahren und dann so eine Kolonne machen, im Sinne von, wir laden eins voll, dann fährt er verkaufen, dann laden wir das nächste Mal fährt verkaufen, dass wir so ein bisschen Weg sparen müssen. Mhm. Gute Idee. Ich komme gerade mit Jonah von den Seeteufeln. Achso, was mit Jonah? Also ja, wir haben das schon so ein bisschen abgesprochen. Finde ich eine gute Idee und müssen wir dann sehen, wie wir das planen, weil technisch bräuchten wir eigentlich bloß zwei Boote. Aber wenn wir denn mehr als 8 Mann wären, dann bräuchten wir natürlich mehr Boote, ne? Na klar. Weil man dann wegen Mitnehmen die Leute halt mehr Boote schon bräuchte. Aber technisch bräuchten wir bloß zwei Boote. Ein Boot steht da und das andere Boot fährt dann. Wie gesagt, das Angeln war erst eins voll und dann fahren zwei Leute vielleicht sogar mit dem Boot los und verkaufen. Und vielleicht auch mit Auto dann gleich zum Automaten und zahlen das auch hin, schreiben sich auf den Zettel auf, was sie da jetzt rausgeholt haben. Ja. Weißt du, und dann, wenn sie wiederkommen, ist das andere Boot schon fast voll. Dann stellen sich vielleicht noch dazu und angeln das noch bis richtig voll und dann fahren vielleicht zwei andere Leute los und laden das aus sozusagen. Ne? Ja. So ein bisschen Rotation. Aber technisch bräuchten wir eigentlich bloß zwei Boote, glaube ich. Ja, würde ich sagen, gucken wir da später ein bisschen an. Ja. Also ich bin gerade auf dem Weg zur Bootsgarage mit meinem Kutter und ich denke mal, Jonah ist irgendwo, ja, hinter mir. Sehe gerade nicht, wo er ist. Da sind wir dann nach der Sonne ein bisschen, würde ich sagen. Genau. Also ich habe ihm auch gesagt, er soll erstmal sein Boot einparken. Der Garagenboy, der klaut ihm keine Fische und dann kann er nach der Sonnenwende auch noch verkaufen, seine Fische, die er jetzt schon hat. Alles klar, dann hören wir schon wieder noch. Na klar, kriegen wir ein. Alles klar, hau's rein. Bis dann. Fischer ist schon ein cooler Beruf so eigentlich, ne? Also so als Ersatz gegenüber. Ja, das sind die richtigen Profis. Erst den Sub reinhauen und dann. Ich folge ja noch gar nicht. So, Fischer ist schon cool, ja, aber alleine macht natürlich keinen Spaß. Wenn du jetzt mit mehreren Leuten unterwegs bist, dann geht das wirklich. Alleine ist nicht so toll. Aber ich sag mal, wenn man Streamer ist, kann man sich ja mit seinem Chat unterhalten nebenbei, ne? Also dann geht's noch. Aber so jetzt alleine würde ich nicht streamen und dann alleine da draußen auf dem Wasser. Ja gut, du kannst Musik hören, aber so richtig fetzen tut das denn auch nicht. Aber weil eben der Beruf möglich ist, mit mehreren Leuten durchzuführen, finde ich schon cool. Einparken. Ich zeig euch mal was. Wie machen wir das? Wo können wir das machen? Hier. Hier können wir das machen. Deswegen, ich zeig euch einen Grund, warum ich den Server mag. Ist für mich persönlich ein extrem wichtiger Grund. Du suchst dir irgendwas, was dann halbwegs Höhe hat. Drückst Shortcut 4 und setzt dich darauf. Deswegen, das ist ein Grund, warum ich hier gerne zocke, weil die halt so eine Sitzanimation haben. Du kannst dich random irgendwo, was hoch genug ist, setzt du dich einfach rauf. Und das sieht ja natürlicher aus als alles andere, wenn die Leute hier so sitzen, wenn sie irgendwie warten oder so. Oder keine Ahnung. Was ich sagte hier, die Neuen zum Beispiel. Wenn du was trinkst oder isst, dann hast du halt die Sache auch in der Hand.
Also wenn denn jemand einen Whisky trinkt, dann hat der auch eine Whiskyflasche in der Hand, dann kann man noch sagen, was hast du da gerade dein Whisky in der Hand, du Alki und so, ne? Also finde ich persönlich ganz gut. Was noch gut ist, die haben zum Beispiel, wie soll ich das jetzt erklären? Also hier in den Einstellungen kann man Push-to-Talk anmachen. Mach ich mal. Push-to-Talk ist jetzt an. Das heißt, ich muss die Taste drücken. 1, 2, 3, Test. Test, Test, 1, 2, 3. Im Normalfall bewegt er dann nämlich auch seine Lippen. Machen wir nochmal ein Voice Reconnect. Test, Test, hallo. Ja, im Normalfall bewegt er seine Lippen, wenn ich dann nämlich Push-to-Talk drücke. Aber wenn ich Push-to-Talk ausmache, dann ist das halt so ein Permanent-Switch sozusagen. Also ich habe hier auf der Maustaste den Umschalter und wenn ich dann sehe, dass ich in-game bin, dann rede ich halt nicht zum Stream. Ne? Also hier, wenn das grün ist jetzt, so wie jetzt. Das finde ich auch cool, dass man sieht, dass man in-game spricht und so, weil bei anderen Projekten musst du nochmal ein Teamspeak irgendwo auf einem anderen Monitor haben, weil du dann schnell rüber gucken kannst, ist das Mikrofon gerade gemutet, wenn irgendjemand für ein Follow, für ein Sub dankst oder für ein Host danken tust, weil ich möchte das ja nicht in-game sagen, ey, sowieso danke für deinen Host und so, ne? Ist schon manchmal eine peinliche Situation und so kann man einfach in-game sehen, ob man gerade redet oder nicht, ne? Also das ist auch ein Kernargument, warum ich auf den Server hier gerne spiele. Dauert noch 10 Minuten. Stehen auch noch Autos. Krass. Wusste ich gar nicht, dass hier hinten auch noch Autos hin können. Ich meine, wären das jetzt keine Kollegen, könnte man sagen, hey Koppers, hier ist kein Parkplatz und so, ne? Aber hier ist kein Parkplatz. Ich stehe auf dem Parkplatz. Was ich auch total toll finde, ich mag Hot Dogs. Ja, Hot Dogs. Dann sieht der andere nämlich, ich esse gerade einen Hot Dog und so, ne? Also das finde ich enorm wichtig. Orange. Eben so eine Sachen. Du hast auch wenige andere Tasten. Also hier über M kommt man halt zum Menü. Da kann man seine Animationen triggern. Da kann man Inventar halt aufmachen. Laufstile ändern. Kleidung aus- und anziehen. Wir haben zwei Minigames drin. Einmal Tetris, einmal Snake. Können ja mal eine Runde Snake zocken. Für mich persönlich sollte er da vielleicht das Handy in der Hand haben, wenn man das macht. Aber das ist halt eine kleine Verbesserung, die war. Ja, Snack.
Ich weiß nicht. Ich habe in-game schon von Leuten gehört, die waren bei 2000 Punkte. Müsste natürlich eine Highscore irgendwie geben. Das wäre ja cool. Wollte gerade reden. Da rennen sie schon weiter. Holy shit. Nein, nein. Okay. Na shit. Da kann man schon eine Weile dran zocken. Wobei, gleich kommt ein Server-Neustart, da wird meine Highscore, also ich könnte jetzt bis zum Server-Neustart bestimmt zocken. Naja, was haben wir noch? Tetris haben wir noch. Das N, to start new game, du kannst hier mit nach oben drücken, so drehen. Das fällt aber schon ganz schön schnell. Wow. Und Dankeschön fürs Loot. Ich sehe das gerade. Dankeschön, Dankeschön. Gehen da hin. Nein, nein. Oh shit. Das könnte er klippen, so ein Fehl. oh nein, jetzt kommt doch noch so einer. Oh nein. Naja, den tun wir. Oh shit. Ein Glück, gleich startet der Server neu. Ich probiere noch so lange, wie der Server da ist, durchzuhalten. Er könnte da reinpassen. Ja, ja, da wird er reinpassen. Und, Nein, nein. Ich verbaue mich hier nur noch. Geht doch viel zu schnell. Holy shit. So, ja. Bei meinem Glück geht jetzt nichts weg. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Supi. Ja, noch einer. Oh mein Gott. Ey. Ja, noch einer. Klar. Nehmen wir. Auf dir. Noch einer. Oh nein. Noch einer. Los, komm hier. Na, der Falsche. Ja.
Wir müssen hier versuchen, was wegzukriegen. Da komme ich nicht mehr ran. Oh nein! Hab ich ein Glück, hab ich ein Glück, oh mein Gott. So, war shutting down. So, ich hol mir schnell noch was Neues zu trinken. Bin gleich wieder da, ja? So. Da ist er wieder. Schwinken geholt. Erstmal mein Auto wiederholen. Und man beachte, ich sprinte nicht. Weil ich glaube nicht, dass der Charakter so lange sprinten könnte. Man ist ja kein Hochleistungssportler. So langsam ist man vielleicht auch erschöpft. Also hier hinten ist irgendwo eine Garage. Bisschen verpusten. Aber eigentlich will ich auch bloß aus der Garage noch ein paar Sachen holen. Genau, schau mal wieder vorbei, schönen Abend noch, ne? Bis denn dann.
Halt. Wie komme ich hier raus? Na toll. Hier durch? Ja. Heyo! Oh oh! So wie es aussieht, ist glaube ich gleich RIP. Ja, ich konnte schon nichts mehr machen. Timeout. Ach, hier war das schon. Hier war schon der Server RIP. Hat bloß so lange gedauert. Moin. Moin. Hey. Willst du etwa ausparken? Ja. Dann machen wir. Habt ihr es nicht so eilig? Nee, mach nicht. Okay. Er gibt mir mein Auto nicht. Dö. Ah, ne Schlimmes. Alles so richtig sehe hier. Ich hab da so ein schlechtes Gefühl. Wirklich? Ja, so in der Magengegend. Ja, ich auch. Grummelt es irgendwie komisch. Ich würde gern was trinken. Ich wusste nämlich schon, dass ich gleich ein Timeout kriege, aber ich konnte nicht mehr sagen, weil ich in-game noch offen war mit dem Mikrofon. Ich konnte das Mikrofon nicht mehr zumachen, weil halt, ich denke mal, die haben schon wieder mit Angriffen zu kämpfen. Irgend so ein Pleb will da schon wieder den Server platt machen.
schickes Auto. Oh oh. Zeichensprache. Tja, nee, so hat das keinen Sinn, ne? Könnte sein, dass da gerade ein kleines Problem herrscht. Aber ich denke, das liegt eher an Angriffe, anstatt dass sie da was sich verprogrammiert haben. Ich würde sagen, ich schalte erstmal so lange auf den Pausescreen. Sobald es wieder geht, bin ich gleich wieder da, ne?
We'll be right back.
Ja, nee, also so geht's nicht, ne? Also ich sag schon mal, wenn's wieder geht, komme ich nochmal wieder. Ansonsten winke, winke, Leute, und danke fürs Zuschauen.